16. Runde. Ihr habt auf mysteriösem Wege am gestrigen Tag eine Einladung erhalten. Kiaras wurde als Eminenz zu einem Maskenball gebeten, der in 2 Tagen stattfinden soll. Ob ihr hingeht und mit wem, ist noch zu klären. Die Horasloge soll wohl aus Intriganten am Hofe Winsalz bestehen. Was nun hier in Punin ihr hehres Ziel ist, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich steht dies in Zusammenhang mit dem Tode von Amene Horas, ihrem Ableben, und dem sich bald anbahnenden Bürgerkrieg zwischen Timur und Aldare. Die Zukunft wird es zeigen. Und so beginnen wir. Ihr sitzt gerade alle beisammen in eurer eigenen kleinen Wohnung, Palazzo, Villa. Auf dem Hügel hinter euch erhebt sich dann der Fürstenpalast oder der Almadinenpalast von Kaiser Selindian. Und irgendwo unter euch der Boron-Tempel mit seiner Schwester darin. Nun, ihr habt gesagt, übermorgen ist diese Feier mit dem Ball, genau? Ja, genau. Genau, da kannst du dann mit dem Ball spielen. Ihr Menschen müsst, nehme ich an, erst ein seltsames Ritual dafür vorbereiten. Nun, wir müssen uns natürlich passend kleiden zu einem Ball. Oh, ah, ja. Das ist es also. Wie damit der Ball nicht Schneider. Ja, ich nehme mal an, es wird von uns erwartet, dass wir zu diesem Schneider gehen. Ja, dieser Schneider wird wahrscheinlich eingeweiht sein und wissen, was er uns geben soll. Gibt es ein Thema für diesen Ball? Ich schlage vor, wir besorgen uns alle Drachenmasken, denn es sind ja Drachenanbeter dort. Also, das würde vor gut passen, nicht wahr? Von mir aus? Aber wir bieten doch gar keine Drachen an. Ich kann den Schneider ja fragen, ob es ein Thema gibt oder nicht, dann können wir mit ihm ein Drachenthema gehen. Aber Boltax, magst du wirklich eine Drachenmaske tragen? Ja, wir müssen sie doch hinters Licht führen, damit sie uns nicht hinters Licht führen. Das hat der Abel mir doch letztes Mal so gut erklärt. Euch ist schon bewusst, dass dort ein Maskenball für Menschen ist. Das ist eines der Rituale, die ihr auf diesem Ball durchführt. Ihr tut so, als wärt ihr nicht, wer ihr wirklich seid, ja? Exakt. Warum? Warum sie so gehört? Und wenn ihr nicht gesehen werden wollt, warum geht ihr dann überhaupt dahin, wenn man doch erwartet, dass man euch dort sehen kann? Warum haut ihr euch nicht auf der gegenüberliegenden Seite hin und schaut dahin? Ihr müsst so viel lernen. Also Mendarion, du kannst dich doch unsichtbar zaubern. Wenn du nicht gesehen werden willst, dann geh halt einfach unsichtbar dahin. Aber verstößt sich nicht gegen euer Ritual? Nicht gegen meins. Nun, das ist wahrlich keine schlechte Anekdote. Es ist eine Illusion. Man geht zu einem solchen Ball nicht als man selbst, sondern als jemand anderes. Man kann frei sein von wer man selbst ist. Und mit warum solltet ihr das wollen? Mit dem man vielleicht nicht interagieren kann, wenn man keine Maske trägt. Warum solltet ihr euch von euch selbst entfremden wollen? Das ist doch bei Doc. Es gibt gewisse Standesunterschiede und die müssen im realen Leben gewahrt werden natürlich. Hinter diesen Masken ist es egal, wie ihr seid. Wisst ihr alle was? Ich gehe einfach mit euch hin und sehe mir das an. Das klingt sehr vernünftig. Da verpasst du nix. Ja, mach komm mit. Und es gibt gratis Bier. Vollkommen umsonst. Hoffe ich. Und du bist ja so ein Freund von Bier, nicht wahr? Letztes Mal hast du das Bier in einem Zug geleert. Eigentlich werden uns an der Bar wunderbar verstehen. Lavion blickt etwas hilfesuchend im Raum um. Mir wäre es gar lieber, wenn keiner von uns irgendetwas trinkt oder isst, wenn wir dort sind. Das würde doch auffallen. Nun, ich denke nicht, dass die uns dort vergiften wollen. Das wäre doch sehr unhöflich gegenüber den Gästen. Und kontraproduktiv, wenn sie uns wirklich für eine von ihnen halten. Nun, auf jeden Fall, wenn sie eine Pilzsuppe anbieten, haltet euch davon fern. Aber Pilze? Wird ja gar nichts essen, das sind alles Arschlöcher da. Ja, aber nur wenn sie Arschlöcher sind, heißt das nicht, dass sie nicht kochen können. Auch Arschlöcher können kochen. Einige der besten Köche sind Arschlöcher. Dann wird natürlich Unrecht haben. War es in Gareth tatsächlich eine Pilzsuppe, mit der sie die ganzen Prediger indoktriniert haben. Aha. Aber Pilze sind lecker. Ich würde mich raten. Ja. Sie wirken wie ein aggressiver Einflusszauber.
Ja gut, dann keine Pilzsuppe. Aber Pilzragout ist in Ordnung, oder? Ehrlich gesagt, Boltax, wir sollten vielleicht vorher gemeinsam essen gehen und dort nichts zu uns nehmen. Ach, na gut, na gut. Besorgt ihr auch eine Pilzsuppe. Boah, das ist nett. Und ein Pilzragout. Jetzt wirst du gierig, aber gut. Naja, wenn ich hier schon raushandeln kann, dann nehme ich sie natürlich wahr. Sehr fexisch von dir. Ja. Also müssen wir noch irgendwas besprechen, bevor wir da jetzt auf diesen gammeligen Ball gehen? Ich dachte, ihr wolltet zu diesem Schneider, weil ihr euch Masken besorgen wollt. Ach ja, scheiße. Naja, ich würde vorschlagen, also einer kümmert sich um die Masken, der Rest kümmert sich um die Kostüme und naja. Ich denke, bei dem Schneider werden wir alles finden, was wir brauchen. Ja gut, na gut. Auch irgendwie logisch. Und wollen wir dorthin aufbrechen oder noch nicht? Sollten wir ein Geschenk mitbringen? Nein, sowas brauchen wir nicht. Wir benötigen nur Gold. Sie sollten erstmal unsere Maße nehmen, um die Kleider ordnungsgemäß anfertigen zu können. Sowas dauert ein, zwei Tage schon. Ich verstehe nicht, warum ihr denkt, dass jeder Mensch Gold geschenkt bekommen möchte. Aber Gold ist doch hübsch. Es ist ein übliches Führungsmittel dieses Kultes. Wenn sie euch fragen, ein Opfer zu bringen, nehmt eine Dukate, nichts anderes. Sonst fragen sie euch noch, ein Körperteil zu opfern oder so etwas. Das kann durchaus passieren. Aber nein. Ich nehme kein Metall. Das müsst ihr dann für mich opfern. Aber ich opfere dann nicht Metall. Nun, ich hoffe, euer Kopf ist nicht aus Metall. Nein, das Einzige, was ich an Metall an mir trage, ist mein Schlangenring. Und den werde ich mit Sicherheit nicht opfern. Können wir jetzt einfach zu diesem dummen Schneider gehen? Das wollten wir tun, bevor Boltax sich um Kopf und Kragen redet. Ja, so könnt ihr wieder einmal aufbrechen und geht dann wieder in das Viertel, was ihr schon kennengelernt habt, wo Mendarion sich seine erste kleine hölzerne Figur gekauft hat. Ingvacht, das Viertel der Handwerker bzw. derjenigen, die dann eben auch dem Schneidertum angetan sind. Und nach einer kurzen Suche könnt ihr dann auch die richtige Adresse, die dann auch auf dem Brief genannt worden ist, aufspüren und gemeinsam den kleinen Laden betreten. Vor euch könnt ihr sehen einen großen Pult, hinter dem wohl mehrere Tische aufgebaut sind und sicherlich 10 Schneider hier im Akkord arbeiten, Schneiderinnen, die dann nähen. Ihr könnt auch einige Masken erkennen, die hier in einer Vitrine aufgereiht sind, und auch da könnte man dann sich beraten lassen. Es ist also unglaublich viel zu tun. Ihr könnt auch noch sehen, wie hier einige hohe Damen und auch einige adlige Herren anwesend sind und sich da wohl auch gerade beraten lassen. Das ist eine ganze Menge zu tun. Ja, nach ungefähr 10 Minuten kommt dann auch jemand auf euch zu, der sich noch einmal über seinen Schnauzbart streicht, den so ein bisschen nach oben zwirbelt. Hola, señores, señorina, willkommen in dem Laden von der Schneidermeisterin Magnifica. Wie können wir helfen? Eine außerordentliche Freude. Wir sind hier auf gutes Geheißen von einigen Freunden hin. Wir wurden eingeladen auf einen Maskenball und wir brauchen Verkleidung. Ja, wie die halbe Stadt, Senor. Habt ihr einen Bestellschein? Ich halte dir nur die Karte hin. Ban Paladin. Möchtest du den Zauber wirken? Nee, nur einfach als Großformel. Er nimmt ihn ab, nickt. Ban Paladin, mein Freund. Ich bin Sonso, dann kennst du auch meinen Namen. Dann guck ich zu anderen, zu Kiaras und Boltax rüber und lächle die beiden einmal gewinnend an. Offensichtlich komme ich mit Menschen klar. Ich schüttel nur den Kopf. Ich bin Mendarion. Ich nicke dir überschwänglich zu und zeige dir einen Daumen nach oben. Einen güldenen Dukaten, er beißt einmal rein, scheint sich wohl da nochmal versichern zu wollen, dass sie echt ist. Für einen Dukaten, ja, da haben wir sicherlich etwas in der Auslage für euch. Was können wir euch tun? Einen hübschen Schal, direkt aus Kuslik oder etwas aus Windsalt? Ich drehe mich nochmal, also Mendarion dreht sich nochmal zu den anderen um. Ihr habt gesagt, wir brauchen eine Drachenmaske? Ja, das ist eine gute Idee. Sie sind also auch geladen zu dem Ball. Super, super. Maestro, was ist das Thema dieses Ballabends? Der Ball, Maskenball. Nun ja, er hat bestimmt ein Oberthema, nicht wahr?
Nein, meines Wissens nicht. Ich kann das allerdings, das ist ja schon sehr speziell gewesen. Es ist keine Party oder keine Feier, keine Festivität, keine Gala, kein normaler Ball, sondern ein Maskenball. Das ist doch schon relativ gut eingegrenzt, Senior. Es wird im Übrigen dem Helden, der am ehesten sein Zeug rumliegen lässt, hinterher feststellen, dass ihm eine Karte fehlt. Das wäre zwar ich, aber ich besitze kein Geld. Das ist wahrscheinlich ihr Geld. Edelstein bezahlt oder so. Also, Wir brauchen Masken. Sonst muss ich leider entschuldigen. Masken können wir euch und ihnen geben, aber da sie keinen Bestellschein haben, können wir leider mit Kleidern nicht dienen und auch Masken direkt anfertigen können wir leider nicht. Da fehlt uns leider die Zeit und sind die Hände gebunden. War in dem Brief ein Bestellschein dabei oder nur die Adresse? Nur die Adresse. Wie es scheint, sind wir beim falschen Schneider nicht einmal eine Einladung, also wirklich. Ihr dürft aber gerne mal eine Sinnenschärfeprobe machen. Sie wäre erschwert um 13. Alternativ, wenn ihr sowas wie Schneider habt, dann ist sie nur erschwert um 3. Geht die auf Sicht? Die würde auf Sicht gehen. Dann hätte ich einen herausragenden Sinn anzubieten. Ja, darfst du benutzen. Eine 5er Erleichterung oder eine 7er? Ich weiß, kenn deine Regeln. 5. Gehen wir von der 5 aus. Das ist noch eine 8er Erschwernis. Ihr dürft natürlich auch Schneider würfeln. Oh, genau geschafft! Ist Schneider auch um 13 erschwert? Ja. Nur um 3. Oh, das habe ich jetzt andersrum verstanden. Egal. Du kannst auch sonst noch hinterher würfeln, aber gelungen ist es ja. Nee. Der ist nicht gelungen. Also Schneidern wäre um 3 erschwert. Schneidern um 3, genau. Kannst du nochmal würfeln, wenn du möchtest. Ja, okay. Das würde ich auch noch probieren. Da komm, Schaden kann's nicht. 4 THW? Diejenigen, die Probe geschafft haben, können dann erkennen, wie wohl tatsächlich eine Schneidermeisterin durch den Laden humpelt. Und das scheint eure Aufmerksamkeit zu erregen, weil sie als solche zu erkennen ist. Schneidermeisterin, ihr würdet jetzt vielleicht eine Almadanerin erwarten, die ebenso sehr heißblütig ist, aber eine kleine Mohaha-Frau, die hier in feiner Kleidung durch den Laden geht. Was vor allem an ihr auffällt, ist, dass sie ein Holzbein besitzt, was den einen oder anderen von euch aufmerken lässt, weil ihr ja schon vertraut seid eventuell mit Gliedmaßen, die fehlen, solltet ihr in Garrett dabei gewesen sein. Sie ist auf alle Fälle als Schneidermeisterin zu erkennen. Sag mal, Kiaras? Ja? Ja. Warum fehlt der Frau da ein Bein? Was? Aus Leuten können aus verschiedenen Gründen Beine fehlen. Aber warum? Warum heilen sie es nicht wieder an? Nicht jeder kann Magie wirken. Derweil steht Zonzo mit Boltax vor einer Vitrine. Die Drachenmasken sind wohl alle leider ausverkauft, aber er hat noch wohl einige ledernen Masken von Vater Sumu, was dich vielleicht etwas verstimmt. Er war sich nicht ganz sicher, ob Sumu männlich oder weiblich ist und sie haben die Maske nur noch in männlich da. Nun, also ihr sagtet, wir brauchen so einen Abholschein, nicht wahr? Korrekt, Senor. Senor Angrosso. Nun, und was besagt dieser Abholschein? Besagt er, dass wir hier schon Sachen in Auftrag gegeben haben oder dass ein Auftrag für uns besteht? Korrekt, Senor, dass ihr vielleicht vor 2 oder 3 Wochen einen Auftrag gegeben habt und wir sind uns die Hände gebunden. Wir nähern seit einem Monat. Ja, nun. Die halbe Stadt ist eingeladen, Senor. Ich verstehe. Da kann man nun leider nichts machen. Kommt mal hier runter. Ich möchte euch etwas zeigen. Sage ich und würde gerne Halluzination wirken und ihm dann Folgendes ins Ohr flüstern. Seht, das ist unser Abholschein. Er zeigt genau die Kostüme, die wir gerne hätten. Ja, möchtest du den Zauber wirken? Ja, genau. Ich wollte gerade gucken. Ah, da ist er. Alles klar. Aua. So. Hast du nicht einen... Oh, ja, er guckt sich... Was hältst du ihm hin? Ich halte ihm einfach ein leeres Stück Pergament hin. Ja.
Er nimmt den, schaut ihn sich an. Servus, Senor. Sag das doch gleich. Ist er ein Grosso? Ja, natürlich, natürlich. Es tut mir leid. Ich habe ihn nur gerade verlegt gehabt. Deshalb. Ja, er nimmt das Papier und geht dann hinter den Tresen, wo er sich dann wohl mit einem anderen Schneider unterhält, der da wohl gerade an so einem Pult saß und da näht. Er will dann wohl gemeinsam mit ihm suchen. Du kannst ihn da wohl irgendwie hören, sehen, wie er da auf das Papier deutet. Der andere Schneider schaut ihn verständnislos an, zuckt mit den Schultern, deutet selber auf das Papier. Der andere weiß wohl nicht, was da genau los ist. Und jetzt stehen sie gerade vor irgendeinem, so einem großen Kleiderschrank, wo mehrere Kleider und Anzüge drin hängen. Und er möchte wohl was rausholen, aber der andere deutet immer wieder auf den Zettel und zeigt ihm dieses leere Pergament, sodass jetzt noch ein zweiter, ein dritter dazu geholt wird und so ein kleiner Streit da hinten losgeht. Ich nutze die Ablenkung und gehe zu der Frau mit dem Einbein herüber. Ja. Möchtest du hinter den Tresen gehen oder möchtest du sie heranwinken? Ich denke, ich möchte Aufmerksamkeit auf mich ziehen und sie heranwinken. Hm. Irgendwie speziell mit Betören oder einfach irgendwie heranwinken? Mit einem bezaubernden Lächeln. Mit einem bezaubernden Lächeln. Sie würfelt immer selber Sendeschärfe. Und scheint wohl selber nicht ganz mitzubekommen. Also sie sieht dich, sie nickt dir auch freundlich zu, schenkt dir ein genauso schönes Lächeln wie du ihr und winkt dann wohl einen der anderen Schneider heran, der dann von dem Pult aufsteht und sich dann in ihre Richtung oder in deine Richtung begibt. Ah, Senor, Verzeihung, ich hatte noch nicht gesehen, dass Sie noch nicht bekommen. Was können wir für Sie tun? Bin Perino. Ich gebe Ihnen einen Zettel in die Hand. Bitte gebt der Meisterin doch einmal diesen Brief hier. Ja. Das ist alles. Ist das der Brief oder? Das ist der leere Briefumschlag mit dem Zeichen der Horrorslose drauf. Ja, okay. Er nimmt ihn und geht dann nach kurzem Zögern auch herüber und gibt dann diesen Brief einmal der kleinen Mohaha, die dann auch den Brief einmal schnell einsteckt in ihre in ihrer Tasche, die sie vorne hat, und kommt dann zu euch herübergehumpelt. Etwas auffällig, nicht wahr? Nun, ich mag es nicht zu warten. Was können wir für Sie tun? Ich habe eine sehr interessante Einladung bekommen. Ich brauche eine Verkleidung. Eine passende Verkleidung. Für mich und meine Begleiter. Mhm. Hallo. Die mustert euch wohl. Iserun fällt vielleicht auf, dass sie nur viel zu kurz an einem Pfeil des Lichts entlang streift. Scheint sie wohl nicht so wirklich zu interessieren. Und bleibt dann wieder bei Kiaras. Schaut dann wohl auch nach dem Mustern beunruhigend lang auf deine Fußspitzen. Schaut dann wieder nach oben und scheint wohl auf was zu warten. Ich glaube, du musst erst eine Scheibe geben. Ich lehne mich vor und flüstere ihr ins Ohr. Der erstgeborene Sohn herrscht im Verborgenen. Sie kneift so ein bisschen die Augenbrauen zusammen, lehnt sich wieder so ein bisschen rüber zu dir. Ewiglich, wie auch wir ihm dienen. Und sind zusammengetragen die Splitter seines Namens. Und zerspringen das Kettengeflecht am Himmel. Sagen Sie das doch gleich. Was können wir also für Sie anfertigen? Ich hatte nicht gewusst, dass Sie noch vorbeischauen, Ihre Eminenz. Oh, es ist ein sehr spontaner Besuch. Sie nickt. Rohayo, Rondaralia, Yusefo, Noyona, kommt her. Dann winkt sie Schneider und Schneiderinnen dann von dem Tisch herbei und die würden dann sich auch sorgsam hinter ihr aufreihen und mustern euch dann. Sagt einfach, was ihr braucht. Wir werden die Masse nehmen von euch und euch Masken anfertigen. Binnen einem Tag sollen sie fertig sein. Ein Sonderwunsch wird selbstverständlich ausgeführt werden für euch. Eure Eminenz. Hervorragend. Ja, Boltax kann erkennen, wie der andere Schneider wohl immer noch mit dem anderen streitet. Und ja, du kennst natürlich die Wirkung deiner Halluzination. Also das wird jetzt ein bisschen länger gehen. Und ja, ich würde ganz gemächlich auf die beiden Männer zugehen. Oh, nun, meine Freunde, gibt es irgendein Problem? Verzeihung, Senore, mein Freund hier sagte mir gerade, dass er diesen Zettel von euch bekommen hat und ich kann darauf allerdings keine Zahl erkennen, keinen Abholschein. Natürlich könnt ihr das nicht.
Selbst wenn die Nummern stimmen sollten, wir haben nichts in der Grobschuhgröße, verzeiht mir. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ich wollte nur zeigen, mit wem wir hier sind. Ich wollte einmal vielsagend auf Chiaras. Ich denke, all unsere Bedürfnisse werden unlängst befriedigt werden. Er schaut zu Chiaras, schüttelt mit dem Kopf. Verzeiht mir, ich verstehe nicht. Was ist mit ihr, Gnadin? Nun, ihr müsst nicht verstehen. Doch euer Blick, und ich gucke den an, den ich verzaubert hatte, euer Blick scheint unverstellt zu sein. Das gefällt mir. Vielen Dank, aber ich kann euch trotzdem keinen Anzug geben für ein Grosch. Nun, das müsst ihr auch nicht. Ihr werdet selbstverständlich einen anfertigen, aber dazu kommen wir dann. Du kannst sehen, wie hinter dir eine schwarzhaarige Schönheit auftaucht, die leicht über den Rücken streicht und dich dann so ein bisschen auf so einen kleinen Hocker liebevoll drängt und dich dann so hochstellt. Und dann hat sie wohl auch schon so ein kleines Maßband zwischen ihrem Mundwinkel und fängt dann auch voll an, deine Wampe etwas zu vermessen. Ich achte explizit darauf, dass mir keine Haare abgenommen werden. Ja. Das sieht spaßig aus. Darf ich auch? Ja, wie gesagt, ihr habt aktuell eine ganze Menge an Leuten, die um euch herumwuseln. Jeder von euch bekommt einen eigenen Schneidermeister oder Schneidermeisterin oder eben auch einen gelehrten Lehrling, der sich dann dazustellt. Und jeder irgendwie mit Maßband oder mit irgendwelchen Nadeln versucht da dann irgendwie was abzustecken, macht sich da irgendwelche Notizen auf seiner Handoberfläche. Und für jeden wird dann gefragt, wie geschnitten es sein soll, welche Mode, alanfanisch, kuslikanisch, vielleicht sogar Lovansch und welche Farbwahl ihr dann ganz gerne hättet, irgendwas Ausgefallenes. Und die Schneidermeisterin selbst, diese kleine Mohaha, würde sich dann auch tatsächlich selbst um Chiaras kümmern. Derweil die anderen Kunden schauen so ein bisschen empört. Ihr könnt wohl auch sehen, wie da wohl einige Damen in almadanischem Dialekt so tuscheln und kichern und so gar nicht erfreut sind, dass ihr da jetzt so eine Sonderbehandlung bekommt, aber die wird euch gewährt. Wer gefragt, wenn man ihn die Auswahl lässt, was er möchte, sagt Mandarion einfach immer das Erstbeste, weil er keine Ahnung hat und es ihm eigentlich egal ist, er aber die Menschen nicht verärgern möchte. Gut. Dann Frage an euch. Möchtet ihr alle Drachenmasken oder irgendwas Spezielleres? Mandarion. Ich denke, die ist gut, oder? Drachenmaske ist gut. Drachenmaske. Abelmir? Ich hätte gerne eine Spinnenmaske. Mhm. Passend zu deinem Seelentier. Voltax. Ja, mir kam der Vorschlag. Drache. Ja, also natürlich Drache. Ja, spezieller Drache? Kaiserdrache. Ja, natürlich. Natürlich Apep, wenn möglich. Gut, also Gold, goldene Schuppen mit leichten roten Sprenkeln. Genau. Isaro. Dann bin ich scharf hier. Ich passe mich dem Drachenthema an und nehme so einen, ich weiß nicht mehr, ob es ein Perldrache oder ein Westwinddrache ist, aber jedenfalls so blau-gülden. Blau geschuppt. Chiaras. Ja, natürlich auch eine Drachenmaske. Ich nehme eine schwarze mit goldenen Rändern. Natürlich mit goldenen Rändern. Raphim. Ich nehme eine Elefantenmaske. Nur zu gucken, ob sie eine haben. Ja, sie werden dir eine machen. Super, Frage, wie lang soll der Rüssel sein? Es ist mir vollkommen egal. Ich möchte nur dieses schockierte Gesicht von dem Mann sehen, wenn ich sage, ich möchte eine Elefantenmaske. Es gibt kein schockiertes Gesicht. Er hat wohl schon alles gesehen und gehört. Der Adel ist verzogen und das ist ein Sonderwunsch. Der wird natürlich auch erfüllt, ohne nachzufragen. Ach, wunderbar. Ja, nichts besonders lang. Also da ist Raphim ziemlich egal. Ich hätte aber allerdings gerne, dass der eine Stoßzahn in Purpur gefärbt wird. Ja. Wird man natürlich hinbekommen. Jeder einen Hauptpunkt oder irgendwo leicht verborgen hat, vielleicht. Gut. Könnt natürlich auch großzügig an euren Abendgewändern, an den Kleidern dann angebracht werden. Und so könnt ihr dann die nächsten 2 Stunden mit den Schneidern verbringen. Auch die Schuhe könnten euch da dann gestellt werden. Teilweise wird dann ein Schneider herbeilaufen, ein Schuster herbeigeholt werden. Und während ihr dann dort wartet, irgendwie auf einem Schemel Platz genommen habt, wird dann eben auch jemand kommen und euch dann Schuhe nach Maß anfertigen. Also es ging durch diese Schneidermeisterin, die hat das wohl alles unglaublich beschleunigt. Gut.
Dann könnt ihr quasi nach 2-3 Stunden wieder den Rückweg antreten. Euch wird wohl gesagt, dass am morgigen Tage das gegen Mittag alles abzuholen sei. Ihr könnt das natürlich auch zu euch bringen, dass es euch dann freigestellt. Wie geht's weiter? Ja, ich würde dann nochmal gerne gucken, ob wir, keine Ahnung, irgendein Heft für Körperpflege etc. pp. Finden. Ja, selbstverständlich. Auch hier in Ingwacht würdest du nach der ein oder anderen Auslage auch etwas finden, mit dem man, ja, Duftwässerchen. Auch da würdest du was bekommen. Okay, dann würde ich da hier, keine Ahnung, Geld von irgendjemandem leihen, der Geld hat, weil ich ja kein Münzgeld habe, und dann da reingehen. Angrosch zum Gruße. Angrosch zum Gruße, werter Angrosch. Kommt hinter dir rein, kneift sich die Nase zu und geht strack wieder raus. Da. Oh, das riecht ja sehr anregend hier. Mendarion, du hast wohl gesehen, dass derjenige, der hinter der Auslage stand, wohl ein Elf ist. In diesem Fall klebe ich draußen am Schaufenster und beobachte ihn sehr unverhohlen. Mhm. Und frage mich leise, wie er das nur aushält. Ja. Hättet ihr vielleicht etwa 4712 Xolosch Wasser? Ja, selbstverständlich. Direkt an Port, zwar selber nicht aus Xolosch, aber aus Gratenfels und Alvenhus. Und das haben wir direkt bezogen, ja, über den großen Fluss und dann über an die Amboss, über das Ambossgebirge und an Eisenwacht vorbei. Ja, also, wunderbar. Das ist gar kein Problem. Wie teuer soll es denn sein? Ach, nur wenige Silbertaler. Ja, hier nimmt ein Dukat, passt schon. Nein, mit wenigen Silbertalern meinte ich 15. Ja gut, dann nimm 2 Dukaten. Sehr großzügig, sehr großzügig. Ja, wunderbar, wunderbar. Aha, perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, gute Geschäfte und ich glaube, euer Sippenkollege scheint ganz begeistert von eurem Laden zu sein. Vielleicht könntet ihr ihn mal aufklären. Ja, mache ich natürlich sehr gerne. Verbeugt er sich vor dir. Du hast tatsächlich so ein großes, ist kein Reagenzglas, sondern eher so ein Buntglas, so eine ziemlich lange Röhre. Und dir wurde dann auch mitgegeben, dass es einen Pinsel gibt zum Auftragen aus echtem Ziegenhaar. Xorloscher Bergziege. Oh, fantastisch, fantastisch. Ja, damit es da auch noch super in deinem Bart haften bleibt, ja, damit das so ein bisschen harmoniert. Dann tritt der Elf gemeinsam mit Boltax aus dem Laden heraus und verbeugt sich dann vor Mendarion. Ban Baladin, Vesala. Was kann ich für euch tun? Ich habe gesehen, dass ihr den Laden betreten habt und dann doch etwas verwundert wart, aufgrund der Gerüche, nehme ich an. Ich frage mich, wie du das aushältst. Ihr seid wohl noch zu nah am Licht, oder? Freund? Beuge mich etwas zu ihm ran, versuche zu erspähen, ob er irgendwas in der Nase hat. Ja, nee, hat er nicht. Er legt dir seine Hand so ein bisschen auf die Schulter und guckt dich bemitleidenswert an.